Ja, boah, seid ihr Biologen, ihr habt das drin. Das war so der Hammer. Da war ich beim Augenarzt bei der Seeschule und hab dann draußen warten müssen. Und dann kam da so eine Pharmareferentin an und hat dann in diese Praxis was reingegeben, so eine Tüte mit irgendwelchen Proben, was sie ja immer machen, ne? So, und dann wartete sie auf die Unterschrift des Arztes, dass sie das dann halt ja einreichen kann, sagt, ha, ich war da, ne? Und so, kriegt ihre Provision kriegt. So, und hat dann gewartet und hat dann mich und den anderen Typen, der noch gewartet hat, draußen vor der Praxis, bis wir da rein durften, dann zugeschwafelt, von wegen so, weil wir saßen da, weil die haben extra vor der Praxis so einen Wartebereich nochmal extra gemacht mit Stühlen und die alle weit genug auseinandersitzen, weil halt nicht mehr so viele Leute in die Praxis zeitgleich dürfen. So, und dann saßen wir da mit Maske. Sie hatte keine Maske. Und schwafelte uns dann auf einmal zu, von wegen so, naja, ganz ehrlich, also ich trage jetzt auch keine Maske, weil ich bin da voll dagegen. Also es ist so mein stiller Protest dagegen, ja, weil das ist alles sowieso hier nur alles Fake News, das stimmt alles gar nicht, das mit Corona, das hat man sich nur ausgedacht, um uns hier zu unterdrücken, ja, die Regierung will uns einfach nur klein halten und ja, also da müssen sie sich auch mal aufklären, sie dürfen nicht nur ARD und ZDF gucken, ja, die erzählen schon lange nicht mehr die Wahrheit und ich dachte mir so, was zur Hölle willst du von mir, ne, ich habe da nur einfach so Fragen geguckt und fing sie immer weiter an, ja, also kann ich nur empfehlen, meinte sie dann, bei YouTube, da gibt's so zwei Ärzte, irgendwelche Namen, der eine klang wie ein Inder, vom Namen her, ja, die kann ich nur empfehlen, super, die klären sie komplett auf und erklären ganz genau, warum das alles überhaupt gar nicht stimmt, ja, warum wir hier einfach nur komplett verarscht werden mit dem ganzen Kram. Aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, echt jetzt? So, oh. Alternative Wahrheiten? So übel, ey. Oh, du hast gerade sagst mit der Energie, ui! Ja, also ich mag das auch. Ich verstehe die Seite, ja, man wird eingeschränkt in den eigenen Freiheiten. Aber es hat doch einen Grund. Richtig. Du hast doch selber eine Wahl. Willst du es akzeptieren oder willst du lieber tot sein? Jo. Also für sich selber kannst du das gerne festlegen. Ich bin Familienvater, ich habe zwei Kinder, wie gesagt, auf meinem Kanal weiß das jeder. Ich denke an meine Frau, ich denke an meine Kinder und ich nehme die Sache ernst. Richtig. Ich habe doch gar keine andere Wahl, als das ernst zu nehmen. Ah, dafür hängt halt zu viel dran. Da könnte ich mich genauso zu Hause dann einigen in meiner eigenen Bubble, in der Blase. Könnte nur noch YouTube gucken, saure Scheiß drauf. Und hab dann nichts zu essen zu Hause, wenn ich wirklich mal in den Quarantänefall komme. In der Hoffnung, dass dann der eine aus YouTube dann mich beliefert oder was? Ja. Nee. Also ich bin auch nicht der Hamsterer, der dann für einen Bunker für 6 Monate einkauft, aber für 3 Wochen möchte ich schon safe sein. Also ich gebe es zu, ich habe Reis zu Hause, ich habe Nudeln zu Hause. Wesentlich mehr Packung, als ich sonst hätte. Ja, das ist schon mal einfach. Ich habe keine 50 Packungen Klopapier zu Hause. Das brauche ich nicht. Nee, das sowieso nicht. Dafür habe ich gar keinen Platz. Ja, das ist halt auch noch, ne? Ich finde das so Schwachsinn. Also man kann dann auch übertreiben. Aber das muss auch jeder selber wissen. Da gibt es genug Erklärungen dazu. Der eine mag das halt. Der andere lässt sich halt noch mitreißen. Ja, meine Frau hat sich auch immer mitreißen lassen und hat dann schon gelacht. Guck mal, da gibt's wieder Klopapier, wir müssen zugreifen. So aus Spaß. Ja, sehr schön. Man kann ja auch selber so ein bisschen durchrechnen. Ich fand's ja dann auch lustig, bin da echt durch Zufall drüber gestolpert. Über einen Artikel, dass zu wenig Klopapier da ist. Mhm. Da gab's extra noch mal einen Artikel dazu, einen Klopapierrechner. Ich musste 3-mal hingucken, bis ich wirklich das Wort erstmal lesen konnte. Richtig. Ja, da kommst du ja nicht drauf. Klopapierrechner. Was soll denn das sein? Ich hab's wirklich eingedrückt. Ich war neugierig. Was soll das sein? Da wurde mir dann ausgerechnet, wie viel Klopapier, wie viele Rollen ich pro Woche brauche. Ah, sehr schön. Erstmal habe ich mich gefragt, woher die wissen, bei welchem Stuhlgang oder bei welchem Klogang ich wie viel Papier benutze. Aber das konnte man da auch nochmal extra einstellen, also auch für die ganz blinden. Schon allein, dass es nötig ist, sowas zu bringen. Das weiß doch jeder selber, wie viel du in der Woche ungefähr brauchst. Ja, anscheinend nicht. So. Und für 5 oder 6 Monate Klopapier? Nee. Gut, das der Vorteil ist, wird halt nicht schlecht, ne? Ja, aber trotzdem, was willst du halt damit, vielleicht, ne? Nee. Bringt nichts. Wenn ich Prepper bin und wirklich alles auf ein halbes Jahr auslege, dann macht es schon wieder Sinn. Ja, sehe ich auch ein. Aber dann bin ich Prepper, der es auch wieder aufbraucht. Der dann hinten wieder einreiht und vorne auch verköstigt. Bringt ja nichts, das Zeug zu kaufen und wegzuschmeißen. Ah, richtig. Okay, zieh ich zurück. Es bringt doch was. Der Industrie. Ja, das stimmt.
jetzt kommt ja wieder raus, kauft mehr, die Industrie geht ins Pleite. Ja, die arme Industrie. Ja, was meinst du, wer das im Endeffekt alles bezahlt? Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Lass mal lieber. Können wir ja die Community entscheiden lassen. So ein Voting. Das nächste bestimmte Wort mit A. Ich wissen. Nee, das würde ich zum Teil auch selber gar nicht wissen. Aber im Endeffekt, irgendeiner muss es bezahlen. Ja, klar. Jetzt habe ich heute das erste Mal was von der EU gesehen, einen kleinen Werbespot, wo die EU so ein bisschen, was heißt ein bisschen, also schon relativ direkt gegen die anderen Länder vorgeht, also die jetzt nicht in der EU sind, so hier China wird direkt angegriffen, aber auch Amerika, mit ihrer Falschpolitik von wegen, ja hier Europa wäre ja schuld und ne, Europa müsste ja jetzt hier dies und das machen und so, wo sich die EU jetzt hinstellt und dann halt in dem Spot auch sagt von wegen so, ja ganz ehrlich, diese ganzen Falschmeldungen und diese Beschuldigungen der anderen Länder, die behindern eigentlich eher alle anderen da dran oder darin, jetzt weiter voranzukommen, gerade in Sachen hier Entwicklung und Analyse des Ganzen mit dem Virus. Und fand ich krass, weil bisher hat die EU ja eigentlich immer so, ach nee, wir sagen mal einfach nichts, ne? Ja, es wäre besser, wenn sie dort auch die Klappe halten. Du kannst in diesem Thema, kannst du eigentlich nur verlieren. Ja, definitiv. Aber dass es kommt, ist ja klar. Wir kennen ja die alternativen Wahrheiten. Das ist nun mal leider heutzutage so. Und der eine schiebt es auf den anderen. Ja, ist immer. Trump kann ja nicht schuld sein, dass er zu spät reagiert hat. Das sagt er ja selber. Und er ist der Einzige, der die Krankheit wirklich richtig verstanden hat. Und die Ärzte sind ja auch total neidisch und wissen gar nicht. Okay, ich lasse das. Ich schwenke zum nächsten. Ja, gibt es auf jeden Fall zu China. China will den Ball aber auch nicht haben. Denn der Ball ist in diesem Falle der schwarze Peter. Also geben sie es auch wieder zurück. Angeblich ist es eingeschleppt worden. Und da Trump das aber auch nicht akzeptieren kann, irgendwann schmeißen sie den Ball auch mal zur EU. Mal gucken, wer anfängt und den behält. Ist halt so, ne? Alle schmeißen gerade mit Dreck fleißig um sich. Ey. Ja, und bei China steckt ja auch noch ein bisschen mehr dahinter. Also ja. Beim Trump natürlich auch. Bei China die neue Seidenstraße bis 2049, falls ihr das sagt. Und das spielt ja bei denen dann auch. Also sie müssen das Konzept ja beibehalten. Also China kann doch nicht das Schlechteste sein. Nee, auf keinen Fall. Hallo, als Volksrepublik. Mal gucken, wann Putin den Ball kriegt und was der draus macht. Da wird man auf jeden Fall auch irgendwann kriegen. Ja, weil ich weiß gar nicht, Weißrussland war das gewesen. Weißrussland hat ja jetzt trotzdem seine Militärparade abgehalten, um zu zeigen, wie gut es dem Land geht und wie stark man ja noch ist. Ne? Wobei. Ja, dagegen gab es ja auch noch so einen Verweigerer, ne? Corona gibt's nicht. Ja, Turkmenistan. Also nicht nur Bolsonaro, sondern auch noch irgendwas da oben. Ja, Turkmenistan, die haben das komplett verboten, sogar per Gesetz. Also das Wort darf nicht genannt werden, ja. Das ist einfach so krass. Das Wort gibt's nicht. Darüber darf nicht gesprochen werden. Ja, das ist wie so ein kleines Kind, was sich die Augen zuhält, weißt du? Yeah. Versteck mich, kannst mich gar nicht sehen. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Genau. Corona gibt's nicht. Das ist so herrlich, ey. Aber nehmt uns bei dem Thema bitte nicht so bitter böse. Wir machen uns echt drüber lustig. Es ist ein ernstes, anstrengendes Thema. Und ich sehe es meistens so, wenn man sich darüber nicht lustig machen kann, wird es nur noch schlimmer für mich. Ja, man muss dann, es mit einer Prise Humor nehmen. Dann muss ich drüber weinen und das möchte ich nicht. Ja, definitiv. Aber es darf auch nur jeder machen, der über sich selber lachen kann. Deswegen sage ich auch immer, ihr dürft mich auch ganz nett ruhig Arschloch nennen. Also, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Aber nur manchmal ganz nett. Bin ich ja auch. Ja. Aber immer sie davor, ne? Sie Arschloch, sie. Nicht du Arschloch. Ja, ein bisschen Höflichkeit muss ja schon sein. Schön. Ich fühle mich gerade eher wie so ein Maulwurf hier, ey. Bist du nur buddeln? Ja, ich heb gerade hier unten die Basis aus im Untergeschoss. Ich habe schon überlegt, ob wir einen kleinen Bohrer bauen dafür. Denn mit der rechten Maustaste bei so einem kleinen Bohrschiff. Aber dafür braucht man noch mehr Ressourcen, ne? Ja, vor allem hier runterzukommen. Ich glaube, das ist momentan noch ein bisschen klein dafür. Was fehlt mir am meisten? Eisen? Würde ich sagen, ja. Wenn wir da vorne mal ein Türmchen bauen müssen, ne? Ich befürchte es auch. Ups,
schon wieder kein Eisen mehr hier. Keine Stahlplatten. Sind die alle weg? Nee. Es sind noch 3700 da, aber ich nehme halt immer so ein paar hundert raus und. Dann mach das irgendwie drauf hin. Ich mach mal eine ganz kurze Überblendung, vielleicht wieder mal. Irgendwas ballert da. Was hat er? Garantiert Wölfe. Ach ja. Na, sieh einer an. Ach, verdammt. Was war wirklich duster gerade hier. Da sieht man ja gar nichts. Okay, ist immer noch zu weit weg. So. Mal schnell hier unten. Ich würde fast sagen. Ja, trennen wir das dann oder nicht? Ich möchte das eigentlich nicht wirklich trennen hier. Wir machen das einfach mit natürlichen. Also wir lassen das hier mit dieser Decke. Ich würde sagen, das sieht besser aus. Habe ich jetzt irgendwo noch das Survival Kit? Ja, hier. So. Und packen wir das hier so hin. Reicht zentral, genau. Da ist er schon wieder online. Ja, da ist er ja. Sehr schön. Ich hab das immer. Darf ich das überhaupt sagen? Hab ich im Fernsehen gesehen. Haben sie sich auch. Oder haben sie gezeigt, ja, Online-Spieler. Darf ich den Namen nennen? Big Bang Theory? Klar. Das auch. Da hat sich der Shaden wieder so zurückgemeldet. Ja? Ah, der Shaden. Ach stimmt, ja, wenn sie hier am Anfang der ersten Staffel noch ihre MMO da gespielt haben. Ja, zweite war das. Zweite, glaube ich, Halo. Ach, ich musste auch so lachen. Unser Eins sagt einfach nur reden. Und dann meldet sie sich mit seinem Charakternamen wieder online. Ja, er ist da halt voll drin, ne? Ja. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass das Essen jetzt richtig funktioniert? Ist es so? Also er geht nicht nur bis 51%, sondern richtig hoch bis 100 oder 99. Achso, nee, davon habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Aber meiner hat auch noch nichts wieder gegessen jetzt bisher. Da sollte ich öfter mal rausfliegen. Es rüttelt die Mäuse wieder wach. Ihr dürft auch ruhig mal in die Kommentaren hinterlassen, aber bitte nicht bei mir, sondern bei Mr. Zucker, ob euch das gefällt, wenn wir so, sagen wir mal, schwere Themen anschlagen. Natürlich wird es nur im lustigen Bereich bleiben. Wir sind ja keine Aufklärer. Ob es euch gefällt oder nicht gefällt. Ich mag ja auch über bestimmte Themen gerne diskutieren. Meine Meinung habe ich. Die ist gefestigt. Ich lasse mich auch überreden, also überzeugen. Allerdings, was ich gar nicht mag, ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn jemand unbedingt Recht haben möchte oder will. Das kann ich nicht ab. Nicht nur dieses Missionieren, sondern dieses Stuhlkreisbild. Und jetzt beäugen wir uns mal das Problem von der Seite. Vielleicht habe ich ja da ein bisschen Recht. Und wenn ich da nicht ganz Recht habe, dann hätte ich ja vielleicht ein bisschen Recht. Und wenn nicht, dann gucken wir mal von der Seite und von der Seite und von der Seite. Ja, so wie früher in der Schule mit dem Lehrer, wenn er dann der Meinung war, er hat dann unbedingt recht, ja, egal worum es gerade geht. Das hatte ich zum Glück nicht. Die haben eigene Fehler sogar eingesehen. Aber gut, das ist auch, da hatte ich auch ganz besondere Lehrer. Und ich hatte auch eine ganz besondere Strategie. Ich war kein sehr positiver Schüler in dem Sinne. Okay. Mich konnte man da relativ schnell ärgern. Also ich habe Lehrer nicht gehasst, ich habe Lehrer schon gemacht. Ich war kein schlechter Schüler, ich war kein Musterschüler. Wir hatten dort so eine Aushilfsdeutschlehrerin, die sich hingesetzt hat. Progi, kennst du ja Progi-Film, eine Folie nach der nächsten, abschreiben, das und das auswendig lernen und hat sich nebenbei in einer Stunde geschminkt. Oh, herrlich. Das war viel wichtiger. Ja, die Frau habe ich mir zur Brust genommen.
Also ich bin nicht beleidigend geworden, ich habe sie nicht angebrüllt, aber es war ein sehr einseitiger Monolog und sie ist weinend zum Direktor gerannt. Ich durfte dann nachfolgen. Sehr, sehr schön. Aber im Endeffekt habe ich es ihm bzw. ihr, der Direktorin, erklärt und danach durfte die Frau Lehrerin nochmal hin. Danach hat sie wieder geweint. Das tat mir dann wirklich ein bisschen leid danach. Die hat einen bösen Anschiss gekriegt. Das glaube ich. Zwar schon zu Recht, aber bis zu den Tränen, das muss nicht sein. Oh Mann, ey.